Neujahrsvorsätze sind, ja, was sind denn Neujahrsvorsätze nun? Sind die gut, sind die schlecht? Es gibt immer Leute, die sagen, ja, Leute, die Neujahrsvorsätze machen, die haben es nicht gecheckt. Die schieben es nur vor sich her. Und dann gibt es andere, die sagen, ja, Neujahrsvorsätze sind eigentlich wichtig, damit man was tut. Und grundlegend finde ich Vorsätze immer gut. Ob es jetzt wirklich ein Neujahrsvorsatz sein muss oder nicht, das sei mal dahingestellt. Man kann sich ja jede Woche Vorsätze machen. Dass man sagt, hey, nächste Woche will ich zum Beispiel mehr zum Sport gehen. Nächste Woche will ich schauen, dass ich vielleicht pünktlich mal aus dem Büro rauskomme, dass ich wirklich auch noch zum Sport kommen, damit ich auf die Ernährung schaue, etc. pp. Das heißt, ganz wichtig, was wir gesehen haben über die letzten 7 Jahre, wo wir jetzt schon Leute beim Abnehmen betreuen, ist, dass Neujahrsvorsätze funktionieren können, wenn es wirklich ernst gemeint ist, weil oftmals ist es einfach nur ein vor sich herschieben. Weil was spricht dagegen, dass man es jetzt schon macht? Wenn du sagst, hey, ja, okay, 24., 25. geht einfach bei mir gar nicht, weil da sind Eskalationen ohne Ende, ja, dann fangen am 26. an. Wenn du dann sagst, ja, der 31., der ist noch ein bisschen schwierig, dann sagst du, ja, und? Ein Tag ist nicht wild. Wenn du jetzt sagst, du bist vom 24. bis zum 31. Programm die ganze Zeit, dann macht es nicht viel Sinn anzufangen. Aber wenn du sagst, ja, okay, das ist jetzt halt Silvesterabend, ein Abend ist nicht wild, dann fang wirklich so am 26. an. Das heißt, wenn du das mit uns zum Beispiel auch machen willst, dann trag dich vielleicht jetzt schon ein für eine Beratung. Da kann man bis dahin alles ready machen, dass du schon weißt, hey, das sollte ich ab dem 26. machen, damit ich vorankomme. Weil wir haben eben die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die dieses Jahr noch starten, meist bessere Ergebnisse haben wie die Leute, die im neuen Jahr starten. Es funktioniert auch da, logischerweise, aber viele Leute sind nämlich so, die fangen dann gar nicht an im Januar. Da kommt im Dezember sowas, ja, ich will auf jeden Fall starten, ich will auf jeden Fall starten, Simon. Aber aktuell ist gerade schwierig, lass uns doch am 2. oder machen wir den 3. Lass uns da anfangen. Und von denen ist vielleicht die Hälfte, die gar nicht anfängt. Das heißt, die Leute, die dann wirklich was tun, wunderbar. Aber was du für dich selber mal prüfen kannst, wie war es die letzten Jahre? Hattest du auch schon da einen Vorsatz, den du dann nicht umgesetzt hast? Wenn ja, dann ist es jetzt umso wichtiger, dass du jetzt was tust, weil Neujahrsvorsatz hin und her ist eigentlich scheißegal, du kannst auch jetzt anfangen. Du kannst auch jetzt für dich sagen, okay, warte mal, ich schaue mir die Videos von dem Typen jetzt zum Beispiel schon ein halbes Jahr an, sehe immer wieder die Werbung davon. Ich weiß eigentlich eh, dass eine Beratung da sinnvoll wäre. Ich schaue mir das jetzt an und dann weiß ich, was ich dann nächste Woche zu tun habe, damit ich gleich loslege. Weil was auf uns zum Beispiel zukommen wird jetzt über Weihnachten, ist eine massive Anfrage. Das heißt, ab dem 26. scheppert es bei uns Anfragen rein, weil da jeder kommt, ja, ich will jetzt was tun, ich will jetzt was tun. Das heißt, wenn du es wirklich ernst meinst, wenn du sagst, okay, nee, dieses Jahr will ich meinen Neujahrsvorsatz wirklich umsetzen, dann schau, dass du jetzt dich schon mal committest drauf. Und wie kannst du dich drauf committen? Indem du zum Beispiel bei uns eine kostenlose Beratung buchst, weil dann hast du einen fixen Termin, wo wir miteinander sprechen, wo wir mit dir eine Strategie ausarbeiten und dann auch dir in den Arsch treten, wenn du die schlussendlich nicht umsetzt. Wenn sie für dich sinnvoll ist und sagst, boah, das ist für ein Scheiß, ja, dann trete ich dir auch nicht in den Arsch. Aber wenn du sagst, hey, das hört sich gut an, das will ich machen, dann wird auch dafür gesorgt, dass du dieses Mal wirklich in die Umsetzung kommst und dass du die Sachen machst. Deswegen wichtig für dich, du darfst gerne auch am 2. oder am 3. was tun, aber wenn nichts dagegen spricht, jetzt am 26. anzufangen, dann würde ich dir von Herzen empfehlen, am 26. anzufangen. Das heißt, jetzt schon mal überlegen, was könnte für mich Sinn machen, wenn du von uns gerne beraten wollen, wie es dahingehend, dann wie gesagt, tipp den Link unterhalb von dieser Episode, dann kannst du dich da über ein Formular eintragen, dann kannst du dir einen Termin aussuchen, an dem wir miteinander sprechen, an dem wir miteinander diese Strategie durchgehen, damit du weißt, was zu tun ist und dann können wir loslegen, dann erzielen wir wirklich auch dieses Jahr Ergebnisse und schieben es nicht wieder vor uns her und sagen uns dann am 6., oh scheiße, ich habe immer noch nichts gemacht, jetzt sollte ich aber und irgendwann, ja, ich sehe so viel Aufwand und Verzicht. Muss es nicht sein, wenn du es richtig machst.